So, meine Damen und Herren, jetzt gibt es einen Versuchsaufbau zur Wärmeableitung. Das ist das LED-Board aus der billigen Wischtaschenlampe. Und die Lampe, die hat gar keinerlei Hitze erzeugt und liegt daran, dass dieses Board niedrig bestromt worden ist. Bei Hochleistungslampen ist nämlich die Sache, die werden natürlich hoher bestromt, die LEDs, und dementsprechend entsteht auch mehr Hitze. Und über dieses kleine LED-Board, über dieses Aluboard, da kann keine Hitze abgeführt werden. Normalerweise bei guten Taschenlampen hat man ein richtig dickes Kupferboard und dann nochmal ein Heatsink, also ich sag mal eine wirklich große Metallklotz, wo das Ding drauf sitzt, um Wärme abzuleiten. Und ich zeige das jetzt mal, wie heiß so ein Kram werden kann. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Akku angeschlossen. Das läuft jetzt auf Vollstoff. Und jetzt können wir mal beobachten, wie schnell die Temperatur steigt. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen mehr Stoff drauf geben. So, und jetzt sieht man nämlich auch, das Ding wird immer wärmer. Man sieht jetzt wirklich, wie rapide die Temperatur steigt. Weil jetzt wird quasi die komplette Leistung auf die LED gegeben. Durch den Akku, da ist kein Widerstand zwischen, außer der Widerstand der Kabel. Aber wir haben jetzt schon eine Temperatur von über 60 Grad. Ich höre jetzt auf, weil das, was ich hier gebastelt habe, das ist halt auch nicht professionell. Und das Ding kannst du nicht mehr anpacken. So, und jetzt stellt euch vor, diese Leistung in dieser Lampe. Hier ist ein Kunststoffgehäuse. Das Ganze liegt hier einfach so drin. Das hat keinerlei Berührung zu dem Kunststoff. Und selbst wenn, wie soll hier Hitze abgeführt werden? Das funktioniert nicht. Deswegen läuft diese Lampe auch nur mit einem Bruchteil von dem, was hier quasi möglich ist. Hätte ich weitergemacht, wären die LEDs aber auch irgendwann gestorben. Weil ist ja logisch, da entsteht richtig Hitze, das habt ihr gesehen. In einer guten Taschenlampe wie der hier haben wir auch LEDs, die sitzen aber jeweils auf, ich sag mal, einem dicken Kupferboard. Das hat mehrere Millimeter Dicke und ist dann hier nochmal thermisch mit der Lampe verbunden, weil die Hitze muss ja irgendwie abgeführt werden. Wie gesagt, ansonsten leuchten solche LEDs hier blau und sterben. Deswegen regeln diese Lampen auch runter. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen schon alles. Und deswegen werden Lampen wie die hier. Deswegen Lampen wie die hier, die werden natürlich warm, weil die erzeugen natürlich auch dementsprechend sehr viel Leistung. Ja, und das ist Wärmeableitung kurz und knapp erklärt.